wichtig ist uns das, wenn man von der Behinderung vom Jörg ausgeht und seine Möglichkeiten, bleibt manchmal im Alltagsleben nicht mehr sehr viel übrig, was er machen kann. Also sind wir ständig auf der Suche, nur was Handwerklichem, weil er ja das auch sehr mag, dass er bewältigen kann, dass er ausführen kann, und wir nehmen uns dann die Zeit und den Ort dafür, nur mit ihm diese Arbeit auszuführen. Und in der Zeit steht er voll im Mittelpunkt des Tuns. Und das ist uns wichtig. Das ist jetzt eine Sache, die liegt uns zwei besonders am Herzen, weil das eine Erinnerungsschaffe ist an seine Zeit in Homburg. Und ich wäre gar nicht, oder ohne den Jörg, auf diese Idee gar nicht kommen. Die hat er gehabt und mir gemeinsam ausgeführt. Und das ist, ich habe immer gedacht, der Jörg hat gar keine Körperspannung oder Körperkraft, so für sowas überhaupt zu machen, aber ich habe mich gewaltig getäuscht.